Hallo Fricke, ich bin wieder zu Hause. Diesmal warst du aber lange weg, Wodan. Du kennst mich doch, ich bin sehr rastlos. Ja, ich hab noch eben schnell den Weihnachtsmann geben müssen. War ganz interessant. Und das ganze Jahr über war ich mit einer ganz interessanten Suche beschäftigt. Ich habe Hinweise auslegen müssen für einen sehr talentierten jungen Mann. Weißt du, er hat das Spielbrett aktiviert. Und da muss ich natürlich mitmischen. Und was das Schöne ist, er hat die Aufgabe mit Bravour gemeistert. Mal sehen, was aus dem noch wird. Und das Allerbeste ist, ich habe ihm ganz nebenbei den schwarzen Ring untergejubelt, ohne dass er es gemerkt hat. Das ist doch auch was wert. Naja, also dann, hast du was vorbereitet für Jul? Ein bisschen spät, aber ja, hab ich. Oh ja, sehr schön. Ja, ich bin immer noch im Balrog. Ich habe mir eine Auszeit verdient und genommen. Aber jetzt sag mal, Zack, was ist mit dem Spiel? Du weißt schon, das Spiel, das ich aktiviert habe, dieses merkwürdige... Verschwunden? Wie kann es denn verschwinden? Na Moment, ich hab die Aufgabe gelöst, die Spielfigur... Weg? Das verstehe ich nicht. Jedenfalls danke. Ich glaube, ich muss da mal was nachschauen. Ja, ich melde mich wieder. Dankeschön. Was ist mit diesem Ring? Dieser Wodan ist aus einem Ring erschienen. Wenn das Spiel zu Hause verschwunden ist, der Ring vielleicht was zu sagen, aber er ist nicht mehr da. Wozu? Was ist das denn? Wie oft habe ich das dieses Jahr gesagt? Was ist das denn? Eine Münze. Eine Silbermünze. Da muss... Okay, ich wiederhole mich. Was ist das denn? Na nu, ein Brief. Wer schreibt mir denn da? Lieber Melville, du bist für Silvester eingeladen in die Präsidentensuite im Hotel Balrog. Am Silvesterabend gibt es zudem ein Captain's Dinner mit alten Freunden. Alles Weitere erfährst du, wenn du dich sofort auf den Weg in die Präsidentensuite machst. Untergebenst G.I. Herein! Hallo. Aha. Wird das hier so eine Art Versammlung? Ich habe mich schon gewundert wegen der Präsidentensuite. Toll, dass ich sowas auch mal zu sehen bekomme. Ja, du kannst dich ruhig ein bisschen umsehen.
Wir müssen sowieso noch auf die anderen warten, weil... Oder auch nicht. Herein. Was für eine freudige Überraschung. Präsidentensuite, hä? Ja, wie ich schon zu Mac und Melville sagte, wir müssen noch auf die anderen warten. Ihr könnt euch hier also in Ruhe... Ja, oder auch nicht. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. Herein! Jack T. Greeley. Zu Ihren Diensten. Gut, gut. Immer rein, immer rein. Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch einer und wir sind vollständig. Und da ist er schon. Herein. Hallo. Mein Name ist Dan und ich wurde hierher eingeladen. Hallo, Dan. Ja, damit wären wir vollzählig. Ich würde vorschlagen, ihr seht euch hier ein bisschen um und dann holt ihr euer Gepäck her und dann macht ihr euch fertig für das große Dinner heute Abend. Na, auf diese Weise komme ich wenigstens noch dazu, ein paar Worte über die Suiten im Europa-Park Hotel Resort zu verlieren. Das Bellrock ist dabei im Hotel Resort das Hotel, das die meisten und verschiedensten Suiten hat. Es gibt 7 verschiedene Typen: Themensuiten, Penthouse-Suiten, Präsidentensuiten, die Junior-Suite Abraham Lincoln, die Lighthouse-Suite im Leuchtturm, die Lighthouse-Suite Ahoy Heimat und die John F. Kennedy-Suite im Leuchtturm. Das ist eine der Präsidentensuiten. Hier können bis zu 6 Personen übernachten. Es gibt 2 Schlafräume mit Doppelbett und einen Wohnraum mit Etagenbett. Die ganze Suite erstreckt sich über 2 Etagen. Es gibt 2 Badezimmer, von denen eines eine Badewanne hat und 2 separate WC. Doch nicht nur der Platz und das Raumangebot von 66 bis 71 Quadratmeter ist größer als in einem normalen Zimmer, es gibt auch noch ein paar sonstige Annehmlichkeiten, die im Preis mit inbegriffen sind. So gibt es zum Beispiel eine Kaffeemaschine, eine Flasche Wasser und Obst zur Begrüßung, eine morgendliche Tageszeitung, iHome-Radiowecker und 2 Flachbildschirme. Diese Präsidentensuite hier verfügt außerdem noch über einen eigenen Balkon. Des Weiteren gibt es im Zimmer eine eigene Minibar. Und natürlich gehört die Grundausstattung der anderen Zimmer wie Klimaanlage, Safe, Haartrockner, Telefon und Highspeed-Internetzugang ebenfalls dazu. Und genauso wie die anderen Zimmer, so sind auch die Präsidentensuiten Nichtraucherzimmer. Wenn man mit mehreren Personen reist, dann ist so eine Suite eine echte Alternative, denn wenn man sie maximal belegt, also mit 6 Personen, dann ist der Zuschlag pro Person gar nicht mehr so unerschwinglich, wie mein Kollege es ausdrückte. Aber apropos Kollege, ich muss Mac da doch noch was fragen. Oh Mac, du kennst dich doch hier besser aus. Ich habe hier etwas sehr Merkwürdiges. Wieso was denn? Naja,
Um's kurz zu machen, ich hatte eine Aufgabe zu erledigen, und zwar die ganzen Hotels des Resorts durchzumachen und einer Spur zu folgen. Am Ende ist so ein Typ namens Wodan erschienen und hat mir quasi die Auflösung präsentiert. Er ist aus einem komischen schwarzen Ring entstiegen. Nur der Ring ist verschwunden, dafür lag dort, wo der Ring gelegen ist, diese Münze hier. Kannst du damit was anfangen? Zeig mal her. Das ist eine Silbermünze mit dem Bild von der Euromaus drauf. Interessant. Wenn du erlaubst, werde ich sie behalten und da mal nachforschen. Ja, klar. Okay. Ja, yeah. Du kannst ihm Bescheid sagen. Sie sind alle da. Wir machen uns nachher gleich auf den Weg. Alles klar. Professor? Ja? Alle sind versammelt. Ausgezeichnet. Es ist gerade Zeit. Nun denn. Dann werde ich mal gehen. Hier war ich auch noch nie. Hallo, meine Freunde. Professor Hoaxley. Gestattet, dass ich zunächst stehen bleibe. Ja, es hat ein paar Veränderungen gegeben beim fantastischen Projekt. Nun ist es so, dass wir das Projekt besser aufstellen wollen. Jeder von euch findet vor sich einen Vertrag, den er bitte unterzeichnet. Damit ist die Zukunft des Projekts und eure eigenen Anstrengungen gesichert. Seid mir versichert, das Kleingedruckte ist nicht ganz so wichtig, wie es aussieht. Aber es ist unbedingt notwendig, dass wir die Verträge unterschrieben kriegen. Gerade in diesen Zeiten. Es ist jetzt das Ende des Jahres. Und bevor wir entspannt den Silvesterabend genießen, lasst mich noch ein paar Worte sagen. Oh je, die Art paar Worte, die Professor Hoaxley meint, kenne ich zur Genüge. Hoaxley redet gern und viel, aber er ist schließlich auch sowas wie ein Mentor vom fantastischen Projekt. Da seine Worte jedoch eher persönlicher Natur und an uns gerichtet sind, braucht ihr das nicht alles zu hören. Stattdessen möchte ich mich nochmal kurz zum Abschluss an euch wenden. Vielen Dank fürs Zusehen dieses Jahr und für diesen Neustart von Summertime Parks.
Ich persönlich werde jetzt eine kleine Pause machen und in der Zwischenzeit wird an der Webseite weitergearbeitet. Und Frühjahr 2016, da sehen wir uns hoffentlich alle in alter Frische wieder, wie man so schön sagt. Ich wünsche euch allen ein gutes Herüberkommen und ein gutes neues Jahr 2016. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Und deswegen wünsche ich euch und uns und dem Projekt ein gutes neues Jahr 2016. Und wie ich sehe, ist es Zeit, zum gemütlichen Teil des Abends überzugehen. Es gibt das Captain's Dinner und es gibt das Feuerwerk. Natürlich.